Moin vom Düngerfuchs. Mein Name ist Anne Rüstner. Ich bin Fachberaterin der SKW Piesteritz in Vorpommern und der Uckermark. Und wir befinden uns hier heute auf einem Radschlag, der am 24. August gedrillt wurde. Und wir hatten hier oben im Nordosten Glück, dass der Regen direkt zur Rapsaussaat kam. Hier befindet sich der Winterraps jetzt im Vierblattstadium. In vielen Teilen von Deutschland war aufgrund der Trockenheit die Rapsaussaat nach hinten verschoben, sodass der Raps dort jetzt erst am Auflaufen ist. Der Winterraps nimmt vor der Winterruhe gut und gerne 50 bis 70 Kilo Stickstoff auf. Ist die Rapsdüngung noch nicht erfolgt, haben wir noch bis 1. Oktober laut der Düngeverordnung Zeit, die Düngung, Stickstoffdüngung nachzuholen. Allerdings ist der Raps auch keine Kultur, die unbedingt auf eine Herbstdüngung angewiesen ist. Besonders geeignet sind für die Herbstdüngung schwefelhaltige Düngemittel, da der Winterraps auch einen Schwefelbedarf von ca. 15 Kilo im Herbst hat. Eine besondere Bedeutung hat die Herbstdüngung dann, wenn wir schwere und kalte Böden haben, wenn wir erst spät mit der Rapsaussaat anfangen konnten oder wenn die Vorfrucht viel Stroh hinterlassen hat oder wenn wir einen großen Ausfall vom Feldausgang haben durch Krankheiten und Schädlinge. Treffen diese Faktoren zu, dann ist eine Stickstoffgabe von 40 Kilogramm Stickstoff pro Hektar zu empfehlen, bis maximal 60 Kilo Gesamtstickstoff oder bis zu 30 Kilo Ammoniumstickstoff sind im Herbst im Winterraps laut Düngeverordnung erlaubt. In diesem Jahr wird im Winterraps ein großes Augenmerk auf die Behandlung von Ausfallgetreide und Gräsern gelegt werden müssen. Aufgrund der Trockenheit ist in vielen Regionen das Ausfallgetreide gar nicht richtig aufgelaufen, sodass jetzt im Raps ordentlich nachgeputzt werden muss. Und auch der Zuflug von dem Rapserdfloh beginnt meist so ab Mitte September. Hier auf dem Schlag wurde die erste Maßnahme schon gefahren, weil die Schadschwelle vom Rapserdfloh erreicht war. Also in diesem Herbst wieder unbedingt dran denken, kontrolliert regelmäßig eure Gelbschalen und dies auch bis spät in den Herbst hinein. Auch auf die Versorgung mit Mikronährstoffen solltet ihr achten. Hier sind besonders Bor, Mangan und Molybden zu nennen. Bis zur Winterruhe sollte der Raps gerne 100 bis 150 Gramm Bor, 150 bis 250 Gramm Mangan aufgenommen haben. Beim Molybden reichen pro Hektar 5 bis 10 Gramm in der Düngung. Die Düngung mit Mikronährstoffen ist auch noch nach dem 1. Oktober möglich. Und falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir oder meinen Kollegen. Ihr findet uns wie immer unter www.düngerfuchs.de.